Vor ihr lag der Wanderweg. Das Licht schien durch die Bäume, Sträucher und hohen Farne, die lange Schatten auf den Pfad warfen. In weiter Ferne hörte sie den Ruf eines Kuckucks. Einige Meter vor ihr blitzte etwas auf. Ein Lichtreflex. Sie schob die Äste beiseite und hielt darauf zu. Da entdeckte sie den ersten Hinweis, der sie weiterführte. Nach wenigen Schritten gelangte sie auf eine Lichtung. Umrahmt von Bäumen stand eine finstere Gestalt. Ein böser, bitterböser Mann, der seine Opfer auf grausame Weise auswählte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leiden sie noch heute.